Yo, 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 Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Kryptoanarchist. Wir schauen einmal rein, Leute. XRP heute bei 1,52. Richtig, richtig geil. Ich habe auf jeden Fall auch heute noch, beziehungsweise gestern, mit einem stabilen Member aus der Gruppe darüber ein bisschen geschrieben, so über den XRP-Preis und so weiter. Derjenige fühlt sich auf jeden Fall gegrüßt. Und da ging es auch so ein bisschen darum, dass egal wie krass der Markt gerade crasht, irgendwie der XRP-Preis ja deutlich stabil bleibt in der Form irgendwo. Ne? Ich meine, klar, gut, wir sind auch irgendwie mal runter gewesen auf 1,40 oder so. Das stimmt schon. Aber ich würde jetzt bei XRP nicht von einem Crash sprechen, wohingegen Bitcoin doch schon deutlich abgesackt ist und auch Ethereum und so weiter. Also da gibt es auf jeden Fall einige, die deutlich mehr gelitten haben, sagen wir es so. Und ja, es gab natürlich auch weiterhin welche, die halt noch abgegangen sind. Ich persönlich habe noch ein bisschen VeChain nachgekauft, ein bisschen XCC nachgekauft. Und auch noch ein bisschen Ethereum tatsächlich. Eigentlich jetzt nicht so der Coin, den ich am liebsten handle, aber ich habe auf jeden Fall den Dip da gesehen und bei eToro kann man eh halt nur die größten Trash-Coins kaufen und XRP, XLM. Deswegen habe ich tatsächlich ein bisschen Ethereum gekauft, aber keine Sorge Leute, nicht viel. Wir schauen einmal rein. XRP Bank hat das erste Video des Tages hier. Ripple, Ryan, Sargon at Roundtable at the Library of Congress to discuss legislating certainty for cryptocurrencies. Also der Kongress hier, ne, am runden Tisch sozusagen, kann man ja im Deutschen auch so sagen. Und da geht es halt um das Diskutieren hier über die Kryptowährungen. Wir schauen mal rein. Hello, I'm Ryan Sargon from Ripple. We're a company using blockchain and crypto assets to improve cross-border payments, taking payments from say 2 to 4 days down to a few seconds at a much lower cost. Looking at the token taxonomy topic, I want to expand the lens out some from ICOs to broader crypto. It's a broader world than just ICOs and the importance of looking at this entire sector. So we see recognition globally that blockchain and crypto assets will play a pivotal role in the next generation of finance and our national economies. And there are countries racing to provide regulatory certainty so they can be the winner in this race. They can essentially take a stake as the global capital of finance, which is now in the US, moving elsewhere. Sehr, sehr interessant. Hier sieht man auf jeden Fall noch den Link zum ganzen Video. Ist natürlich auch schon ein bisschen älter, aber auf jeden Fall erwähnenswert. Weiter geht's von David Schwartz. Er antwortet hier auf einen Tweet von John Haley. Any day you can put your arms around your loved ones at the end of it is a good day. Also an jedem Tag, wo man noch seine Geliebten quasi in den Arm schließen kann, ist ein guter Tag. Und dann schreibt David, yes, das GIF. Und natürlich die Interpretation erfolgt zugleich. Hier ist das der Phönix. Aha, aha, aha. Krass, was wir da wieder sehen. Weiter geht's. Hier, yes. Bearable Guy damals ja auch immer gepostet. Ne? Yes, 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 yes. Und dann immer yes, yes, yes. Sehr, sehr interessant. Weiter geht's. PRX hat hier Mr. Pool Lever oder Reveal. Ein Auge. Augen, gerötete Augen, die so ja, irgendwie sich zwingen müssen, dahin zu gucken oder vielleicht auch so wach bleiben wollen. Könnte auch ein Thing sein. Und hier dann noch mal ein Auge, was dann so noch in Wellen dargestellt ist. Sehr, sehr interessant. Weiter geht's. Leute, warum haben wir so viele Drops? Hier noch mal die Ballons. Eine Wunderkerze, die er brennt. Und den Boss himself, wie er gerade eine Treppe aufsteigt. Dann hier noch mal mit einem sehr skeptischen Blick. Und dann der Smiley mit den X als Augen. Sehr, sehr interessant. Dann hier Depression Bitcoin. Wow, Elon Musk just implied that he will be selling all of his Bitcoin holdings. Bitcoiners are going to slap themselves next quarter when they find out Tesla dumped the rest of their Bitcoin holdings. With the amount of hate Elon Musk is getting, I wouldn't blame him. Die ganzen Bitcoin-Halter sozusagen werden sich im nächsten Quartal dafür hassen oder selbst irgendwie schlagen, sagt er quasi, dafür, dass Tesla dann die ganzen Bitcoin verkauft hat und somit natürlich das Geld von denen quasi genommen hat. Und mit der Menge an Hass, die Elon Musk gerade erfährt, könnte man ihm das nicht mal irgendwie negativ anrechnen oder
wäre das nicht mal verwerflich. Da hat Elon Musk geschrieben, ja, indeed. Und dann schreibt er hier literally 2021 McAfee. Wenn ihr den nicht kennt, ne, John McAfee, der Erfinder des gleichnamigen Virus- oder Antivirus-Programms quasi, der Typ ist auch sehr crazy. Also müsst ihr euch mal auch reinziehen auf Twitter und so weiter. Ich weiß nicht, der ist dann auf irgendeine Insel, glaube ich, ausgewandert. Und seitdem feiert der da permanent irgendwie nur noch mit irgendwelchen Drogen oder chillt in irgendwelchen Drogenlaboren und Karong schießt mit irgendwelchen AKs da rum und so weiter. Ganz crazy, der Typ. Und der hat auch gesagt, Bitcoin geht 2020 auf 1 Million. Haben wir ja gesehen. Aber weiter geht's von XRP, Quantum und Telcoin Mami. The messages are everywhere. Remember what else they predict. Ne? Die Nachrichten sind überall. Oder die versteckten Botschaften quasi. Ne? When you realize that the Simpsons predicted the gas storage. Hier aktuell haben wir die ganzen Ölknappheiten oder Benzinknappheiten, sagen wir so, oder Rohstoffknappheiten generell auch. Und hier macht Homer gerade seinen Kofferraum voll, um das zu sparen oder schon zu preppen quasi. Und dann hier, to being cash of the future, ne, hier das quasi der Block, die Blockchain, ne, das ist ja auch alles in diesem Video. Hier sehen wir similar to XRP-Logo. Das hatten wir auch schon in den vergangenen Videos. Hier, sie heißt April. Das ist diese Liquidity Wave und hier hinten sehen wir auch noch gewisse Symboliken. Genau, und dann hier das, wo Bart Simpson das als T-Shirt trägt. Und dann hier Christian Lagarde, der es auch gerne trägt. Das Triskelion, was ja auch das Ripple-Logo ist. Weiter geht's von Val Jester als Antwort auf einen Tweet von Crypto Finally is Angry at Elon. I will never forgive Elon Musk. Und dann hier Mr. Pool, ne? Bitcoin wird gesteuert, die Tether Manipulation. Of course, Leute, die sich ein bisschen damit befassen, wissen auf jeden Fall Bescheid, so die wissen, was dahinter steckt und haben das auch so ein bisschen schon kommen sehen, ne? Natürlich lasst euch von niemandem erzählen, ja, also man wusste genau, dass es jetzt irgendwie diese Woche passiert oder so. Nein, das natürlich nicht. Aber wenn man sich so ein bisschen mit dem Narrativ beschäftigt hat, ne, Bitcoin ist kontrollierbar, Bitcoin quasi wird manipuliert, ne, und alle Leute sagen gerade, ja, Leute, geht nur in Bitcoin und das ist die Zukunft und so weiter. Wenn man so ein bisschen diesem Narrativ halt widerspricht oder sich seine eigenen Gedanken macht, sollte man schnell dahin kommen, dass das halt alles manipuliert ist. Genauso wie XRP natürlich auch, will ich gar nicht sagen, aber kommt natürlich darauf an, ob die das manipulieren, um das dann erst unten zu halten, dann nachher hochbouncen zu lassen. Oder ob das manipuliert wird, indem die einfach das Geld den Leuten aus der Tasche ziehen. Aus meiner Sicht zwei verschiedene oder vollkommen verschiedene Dinge. Weiter geht's von ganzen XRP, not a financial planner. No, not everyone is coming to the future. Nicht jeder kommt in die Zukunft, ne? Und dann hier, ja, immer wieder schön das Bild hier. David Schwartz hat diese XRP-Augenklappe. Und dann hier das blaue Licht, was quasi aus seinem, linken Auge quasi kommt. So wie so ein Terminator oder so. Weiß nicht, habe ich nicht geguckt, den Film. Und dann hier nochmal natürlich, hatten wir auch im letzten Video, ne, Madonna. Und dann hier dieses X als Augenklappe. Und dann hat die auch diese roten Augen. Die roten Augen waren ja auch, also diese Laser-Eyes waren ja auch dabei. Im ganzen Bitcoin-Hype haben sich das ja auch viele Leute da gemacht als Profilbild. Ich glaube auch Snoop Dogg unter anderem oder so. Ach, vollkommen random einfach nur. Und weiter geht's von Genie. XRP is much more than just another coin. XRP ist deutlich mehr als einfach nur ein weiterer Coin. Das ist eine Möglichkeit, oder also Vehikel ist ja meistens so eher Fahrzeug oder so eine Art Pferd oder so, tiefer in diese Welt hier einzutauchen, ne? Tief versteckt mystische Eindrücke oder Einblicke quasi zu erhalten. Ne? Folge dem Pfad. Turn a flame, geht's noch besser. Hier ist calling a name. Und dann Mr. Pooh. Es gibt keine Zufälle, es gibt nur die Illusion von Zufällen. Sehr, sehr interessant. Und der letzte Tweet ist eine Frage von Enigma. Er markiert hier David Schwartz und dann hat er gefragt, in einem generellen Blackout-Szenario, sagen wir aufgrund von Solar Flare, also einer Sonneneruption quasi, wenn sie groß genug ist, ne, und das Ganze dann ausfällt, ne, ist es möglich, dass alle 50 oder wie auch immer, die Validators stoppen und der XRP-Ledger stoppt? Oder haben die einzelnen Generatoren, um XRP oder um diese PCs wieder ans Laufen zu kriegen in diesem Fall? Sehr interessante Frage. Weiß ich ehrlich gesagt so auch nicht, wie viele Validators da gibt und ob die sich dagegen abgesichert haben. Mir kommt dann nur spontan dieses Bild in den Kopf mit den Bergen, wo die da quasi in einen Berg diese Art Atombunker gebaut haben für das Netzwerk.
Das ist auf jeden Fall interessant, müsste man nochmal recherchieren. Habe ich aber auch in einem früheren Video schon mal behandelt. Kann ich euch aber aus dem Stegreif jetzt auch nicht sagen, welches das genau war. Aber ja, ich kann es nochmal nachreichen, wenn es mir bis zum nächsten Video einfällt. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen um 18 Uhr wieder, Leute. Bis dahin kommt gern in die Telegram-Gruppe. Da haben wir bald die 1000 Member. Das wäre so heftig. Und sonst schreibt mir einfach alles, was euch so beschäftigt, bewegt, bedrückt. Oder schreibt mir einfach irgendwelche Hassnachrichten in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns morgen um 18 Uhr, Leute. Haut rein. Stay clean. Ciao, ciao.